ist das Hadith, wenn das schlechte Omen oder das schlechte Omen ist in Pferd, Frau und Haus. Ist das authentisch? Ja, das ist authentisch. Aber wie heißt das? Wie ist das richtig zu verstehen? Richtig zu verstehen hier ist, wenn es ein schlechtes Omen gäbe, dann ist das in diesen drei. So ist das. Aber das heißt nicht, dass wir schlechtes Omen haben, weil der Prophet sallallahu gesagt hat, la shu'ma wa la, es gibt kein schlechtes Omen bei uns, dass wir an was Schlechtes denken. Zum Beispiel manche Leute, wenn ein Mann eine Frau heiratet und jemand von der Familie stirbt, dann sagen sie, ja, das ist, weil er sie geheiratet hat. Oder der kauft sich ein Haus und passiert etwas, sagt er, ja, das ist wegen des Hauses. Das ist falsch. Das haben sie vor Islam gemacht. Deshalb sagte der Prophet, wenn das schlechte Omen in diesen drei in etwas wäre, dann ist das in diesen drei. Aber wir glauben nicht an das schlechte Omen und deshalb hat sich die Sache erledigt.